Hallo. Hallo. Wo bin ich? Wie heiß ich? Wer bist du? Was machen wir hier eigentlich? Das dauert sehr lange, ne? Hattest du jetzt gehofft, dass ich schlagfertig bin? Ich bin nicht schlagfertig, ich bin so schlagfertig wie ein Toaster. Ja, wie, wir haben dein Gehirn resettet gerade. Wir können ne? nochmal von vorne anfangen. Nee, wir fangen nicht nochmal. Ach, stimmt, wir können es ja nochmal resetten. Ja. Ja, genau. Okay, also nochmal. Mhm. Hallo? Hallo. Wo sind wir? Wie heiß ich? Wer bin ich? Ich bin der Namenlose. Und du? Und du lachst, genau. Mhm. Gut, also World Reset. Mhm. Warum? Was ist ein Reset? Also, ich habe ein Computerspiel und ich fange einfach mal an zu zocken. Und dann zocke ich eine ganze Weile und denke so, ey, guck mal hier und guck mal da irgendwie und so. Und dann macht das Spiel irgendwie Tabula Rasa und alles ist weg. Reset. Ja. Komplette Welt. Fange ich wieder von vorne an. Ja. Nicht zu verwechseln mit Permadeath. Das ist was anderes. Ne? Sondern es gab jetzt dieses Spiel zum Beispiel, da konntest du in einer Multiplayer-Online-Welt beispielsweise mit anderen Leuten zusammen irgendwas aufbauen irgendwie, und dann hast du da irgendwie eine ganze Weile rumgespielt, so mehrere Wochen. Und irgendwann haben die Entwickler gesagt, so, wir setzen das jetzt aber nochmal auf Null. Und dann war das weg. Typischer Early Access Effekt, ne? Das wird alles nochmal resettet. Du musst wieder von vorne anfangen. So. Ja. Und dann gibt's die einen Leute, die sagen, super, mache ich das jetzt nochmal, ne? Mir ging's tatsächlich ab und zu so mit Minecraft irgendwie. Dann hast du deine ganze Welt zugebaut und so, dann hattest du darauf keinen Bock mehr gehabt und dann gesagt... Oder unser Sohn verbummelt das Safe-Game. Ja, okay, das war jetzt echt übel. Ich wollte es eigentlich nicht in den Müll schmeißen. Und da sind wir eigentlich schon am Kern. Ne? Es ist dann weg. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie nochmal neu anfange bei Minecraft, dann habe ich halt nochmal neu angefangen, habe eine leere Welt und kann nochmal neu anfangen zu bauen. Aber die alte, die schmeiße ich nicht mit, jedenfalls nicht mit Absicht, in den Müll, sondern ich versuche die dann schon zu erhalten. Dann kann ich es mir zumindest nochmal angucken. Aber wenn das Spiel es resettet, ist es halt weg. Und es gibt Leute, die sagen, boah, wofür habe ich das jetzt gemacht? Das war ja völlig sinnlos. Und dann gibt es die Leute, die sagen, wieso? Ich habe doch jetzt irgendwie voll die Skills und bin total gut jetzt. Die kann ich jetzt in der nächsten Session voll nutzen. Welche Leute? Ja, welche Leute? Wir haben weniger als 100 Leute gefragt, ja, hör mal, World Reset, ist dir Skilltraining wichtiger, als in einem Game voranzukommen? Was nämlich genau darauf abzielt. So, ne? Es gibt halt die einen und die anderen. Und die haben Folgendes gesagt. Definitiv mag ich lieber in der Geschichte vorankommen, weil mich das immer fesselt. Und Skills sind nur dann wichtig, wenn ich in der Geschichte nicht weiter vorankomme. Meine Skills sind nicht besonders gut, daher, nee, es geht mir eher um die Geschichte. Also definitiv. Ich bin viel zu unehrgeizig für sowas. Das stresst mich einfach. Ja, nee, Training ist mir so gar nicht wichtig. Also ich versuche natürlich zu lernen, je nach Spiel. Also es kommt natürlich drauf an. Und werde da mit Sicherheit auch automatisch besser. Also zumindest fällt mir jetzt spontan nicht unbedingt irgendwas ein, wo ich super schlecht bin. Außer vielleicht in so Spielen wie Command & Conquer. Das kann ich so gar nicht, aber... Weil vorher habe ich fast nur WoW gespielt. Und jetzt, seitdem ich streame, probiere ich so viele Games aus. Und da ist mir tatsächlich der Story-Mode deutlich wichtiger. Da stelle ich teilweise auch die Schwierigkeit auf leicht, einfach, dass ich schneller durchkommen kann. Also, da ich das mit meinem Nachbarn unten drunter ja auch schon gemacht habe, kann ich das ganz einfach beantworten mit, ich möchte in der Geschichte vorankommen. Weil es reizt mich, wie geht das jetzt weiter? Also mir ist es tatsächlich lieber, in der Geschichte voranzukommen, auch wenn ich eine Person bin, die auch mal gerne in die komplett andere Richtung läuft oder komplett die Orientierung verliert und ansonsten jeden einzelnen Stein umdreht, um möglichst das Inventar vollzukriegen. Ja, das kommt drauf an. Also es ist mir schon wichtig, auch mit Leuten auf das zu machen. Das ist auch ein großer Teil. Also was ich halt an manchen Spielen gern mag, ist halt dann die Community drumherum und mit Freunden zu spielen und zu zocken. Auf jeden Fall Story. Ja, aber also wichtiger, wenn ich eine Priorität setzen müsste, dann definitiv Story. Also dann definitiv vorwärts kommen.
Ich komme aber auch gerne in der Story voran. Ich kann mich auch in der Lore ewig reinbeißen und da wirklich jeden kleinsten Schnipsel lesen. Das macht mir auch ultra Spaß. Also da kann ich mich richtig drin verlieren und merke dann so, oh shit, es ist schon so 5 Uhr morgens, ich sollte mal aufhören. Das hatte ich auch schon öfters. Das Interessante ist, dass ich den Eindruck hatte, dass die Leute alle glauben, dass sie das nicht wollen, dass resettet wird. Aber wenn es in der Realität dann doch passiert, dann akzeptieren es viele dann doch. Also so ein Paradoxon irgendwie. Das ist so, im Spiel vorankommen, haben viele gesagt, wollen sie auf jeden Fall. Das heißt, dieses Story-Gedöns ist auf jeden Fall sehr viel, wenn man so salopp fragt oder wenn man dann halt spielt, so, das ist auch immer so ein paar Geschichten. Weil wenn nämlich einen der Ehrgeiz packt, dann will man auch besser werden. Wenn man wirklich seine Skills dann auch irgendwie buffen, sagt man, oder verbessern. Mhm. Aber wenn ein Spiel halt aus nichts anderes besteht, als du fängst immer wieder bei Null an, du bist wieder in der Unterhose am Strand und musst wieder von vorne anfangen und dann kommt irgendein, es gibt so Multiplayer-Spiele, ja, dann kommt da der Nächste, der irgendwie schon Level 15 ist oder so und macht dich tot und du musst wieder von vorne anfangen, dann arbeitest du dich hoch bis Level 15, dann kommt dann der World Reset, dann fängst du wieder von vorne an. Da gibt's Menschen, die sagen, das war super, diesmal mache ich es besser, da weiß ich nämlich genau, was ich tun muss, um dann sofort ziemlich schnell wieder Level 15 zu erreichen. Das ist auch so ein bisschen dieser PvP versus PvE-Gedanke. Ne? Also wenn ich jetzt gegen andere antrete, ne, in verschiedenen Multiplayer-Klassikern oder Shootern, dann ist es sehr oft, dass irgendwie wieder resettet wird und so. Und dann nächster Versuch. Und dann geht es vor allen Dingen darum, meine Skills zu trainieren, besser zu werden, es zu raffen in der Runde und solche Sachen. Und im PvE ist es dann tendenziell eher ruhiger. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Vergleich ein typisches Counter-Strike Match versus Elder Scrolls Online. Ist das was völlig anderes? Ja, dieses Elder Scrolls Online würde ich gerne mal spielen, weil ich finde Elder Scrolls ziemlich geil. Ich bin so ein richtiger Elder Scrolls Fan. Aber dieses Online mit Arschmade 73 im Hintergrund und alle raiden hier und alle raiden da, macht mir irgendwie die Immersion kaputt. Weiß ich nicht. Da bin ich wieder Harry, weißt du? Nee, das möchte ich nicht. Ich möchte der Held der Welt werden irgendwie. Aber da sind halt viele Helden und dann der Heldenheld und Held. Das schafft's irgendwie nicht. Das ist nicht mein Ding. Ne? Arschmade 73, ne? Das ist so, das ist so pietätlos, weißt du? Das ist so, ja, weiß ich nicht, da wird irgendwie ein Spiel, was eine Atmosphäre aufbauen soll, wird dann irgendwie zu so einem Klamauk. Ne? Und das mag ich nicht. Das finde ich irgendwie blöd. Aber gut, es gibt ja auch noch andere Spiele, wo man nicht nur gegeneinander spielt im Multiplayer, sondern auch zusammen, wo die Welt auch immer wieder resettet. Phasmophobia, eins unserer Lieblingsspiele. Ne? Aktuell, ja. Da bist du in einem Container, also in einem LKW hinten, ne? Und hast da so dein Zeug und du musst dann in ein Haus gehen und rausfinden, was für ein Geist da spukt, welches Zimmer, wo er spukt, ne? Und dann musst du, darfst dich nicht von dem fangen lassen, weil sonst bist du platt. Und du musst rausfinden, anhand von Indizien, das ist so ein Detektivspiel, so, ne? So wie bei Supernatural. So, ne? Du gehst dann rein mit deinem EMF-Reader und mit deinem Temperaturmessgerät und guckst irgendwie, wo spukt's denn hier und so. Das ist auch, tatsächlich skillbasiert, ne? Du musst halt lernen, wie du diese Geister findest. Und wenn du eine Ahnung hast, wenn du einen Verdacht hast, dass es eine Banshee sein könnte, dann weißt du, wenn die anfängt zu rennen, ist die viel schneller als du und kriegt dich und andere vielleicht nicht. Ne? Und solche Dinge, und wenn die geistige Stabilität irgendwie unter 60% sinkt, ja, dann weißt du, bei den gefährlichen Geistern, die kriegen dich und die fangen dann schon an zu handeln, ja, und bei anderen erst ab 50 und so weiter. Das hat damit zu tun, dass man die Sache kennenlernt. Wir haben damit angefangen und wir haben uns furchtbar blöde angestellt am Anfang. Wir haben einfach unsere geistige Stabilität einfach in den Keller sinken lassen, weil wir drin rumrannten mit unserer Taschenlampe und haben uns immer gewundert, dass wir mal gestorben sind. Ja, da fehlen uns ein paar Prozente, ne? So ein bisschen, ja, Skill, ne? Das stimmt, aber nicht ausschließlich, weil gerade in diesem Titel, finde ich, macht das meiste aus, dass man es zusammenspielen kann mit Freunden. Ja. Und
Das heißt, was du lernst, sind Regeln. Aber du musst zum Beispiel keine schnelle Reaktionsfähigkeit haben. Du musst diese Regeln schon wissen. Dann bist du besser, signifikant besser. Aber das geht auch recht fix. Ist auch Skill. Ne? Ist auch Skill, eine andere Art von Skill, als jetzt irgendwie Reaktionszeit beim Schießen oder so. Ja, eine Art. Die gibt's auch, ja. Und das gemeinsame Spiel, das macht's dann noch interessanter. Das heißt, das Spannende an dem Spiel ist es nicht irgendwie, kann man sich zusätzlich machen, irgendwie, ich erreiche jetzt Level 1000 irgendwann, ne? Hallo Tyrael, viel Spaß mit deinem Level 1200. Ne? Liebe Grüße. Junge. Du schaffst die 5000. Oh Gott. Oder halt zu sagen, ich spiele des Spielens wegen und es macht Spaß wegen den Leuten. Ne? Hm. Das ist schon. Ja, das ist krass, auf jeden Fall. Gut, was heißt das denn für uns? Für uns Piranhas? Wir haben eigentlich sowas immer im Kleinen oder innerhalb eines Spiels. Wir ändern öfter mal ein Game Design, Mechanismen, Kampfsysteme, ja, und andere sind ähnlich, bleiben ähnlich. So, das heißt, ein bisschen Skill musst du dann schon erlangen, aber nur in der ersten Hälfte des Spiels oder so, bis du es irgendwann drauf hast, so, ne? Und der Rest ist hauptsächlich dann tatsächlich im Spiel vorankommen. Ja. Na? Also wir sind eindeutig diejenigen, die sagen, World Reset ist nicht unser Spiel. Nein, nein. Hat bestimmt seine Existenzberechtigung, aber bei uns geht es vor allen Dingen um das Weiterkommen. In jeglicher Hinsicht, sowohl in der Story, als auch in meinen Fähigkeiten, als auch im Level, als auch in der Welt, im Kapitel. Alles hat immer irgendwie eine Steigerung und wird nicht resettet. Obwohl in unserer Historie, in der Mottenkiste, in der Archäologie, wir archäologisieren jetzt mal so damals, wo wir noch Gothic gemacht haben, da, wenn wir einen Patch rausgebracht haben, musste wieder von vorne anfangen. Das hat damals die Technik nicht hergegeben. Wenn wir gepatcht haben, dann haben wir einige Sachen halt nicht patchen können. Das haben wir im Zuge von Gothic 3 dann verbessert, dass man tatsächlich auch viele Sachen dann patchen konnte. Da hatten wir Templates, Vorlagen für Dinge, die man in die Welt setzt, als Entity und solche Dinge. Das hatte man vorher nicht. Das waren absolute Dinge. Und hast du da dran rumgefudelt, am Tuning oder sonst was, dann konntest du zwar irgendwie weiterspielen, aber so richtig funktioniert hat das nicht. Na? Da musstest du halt die Welt wieder resetten. So, das hatten wir tatsächlich. Das war, naja. Gruselig. Gruselig. Und als ich dann das Add-on übernommen habe, Nacht des Raben, ne? Ja, wie machen wir es denn jetzt? Eigentlich möchte man ja, wenn man mitten in Gothic 2 ist, das Add-on hinzufügen, installieren und dann einfach dann weiterspielen mit den zusätzlichen Inhalten vom Add-on. Ging aber nicht. War technisch nicht möglich. Da musste es dann Weltreset machen. So. Und dann haben wir gesagt, ja gut, pass auf. Ich habe mir dann überlegt, du stellst den Coverlorn ganz nach vorne, dass wenn du das Spiel von Anfang an, weil es ja resettet ist, und ja, dann muss ich wieder von vorne anfangen, so, ne? Ist halt ein Add-on gewesen, ne? Und dann möchte man ja auch, dass die Leute, die das Spiel spielen oder vielleicht mittendrin sind, dann auch das Spiel kaufen und nicht wieder von vorne anfangen müssen. So, mussten sie aber. Und das war für uns so richtig, ja, das so ein Kloß im Hals, als wir das dann veröffentlicht haben und haben dann gesagt, Leute, das ist kein Add-on, es ist eigentlich ein Add-in und ihr müsst wieder von vorne anfangen. Und da hatten wir eigentlich einen riesen Shitstorm erwartet, dass sie uns das um die Ohren hauen. Haben sie dann aber glücklicherweise nicht getan. Es gab ein paar Leute, die haben das wirklich gemacht, die fanden das doof und haben uns boykottiert oder wollten uns boykottieren. Und aber die meisten haben es dann tatsächlich auch akzeptiert und Gott sei Dank sind wir damit durchgekommen. Ne? Aber das war ein ganz klassischer, so wie beim Early Access. Ne? Hier habt ihr das Spiel. Ach übrigens, hier habt ihr ein Add-on. Ihr müsst wieder von vorne anfangen. Ja. Okay, obwohl ich finde das bei dem Add-in ja ein bisschen dankbarer, weil erstens musste das damals nicht kaufen. Ich wollte. Wenn das kommuniziert wurde, dass es dann halt nochmal von vorne anfangen muss. Also ich habe mich damals gefreut darüber. Ja. Und habe gedacht, Mensch, guck mal, das Spiel hatte sowieso einen Wiederspielwert aus meiner Sicht, weil du halt auf verschiedene Arten und Weisen spielen konntest, verschiedene Fraktionen spielen konntest. Mhm. Und dann war das auch noch irgendwie anders als vorher und ich musste entdecken quasi, das war die Challenge, wo denn? Mhm. Wo ist denn jetzt überall was anderes? Und
an der Stelle muss ich ehrlich sagen, fand ich in Ordnung. Ne? Was nicht in Ordnung ist, wenn du dasselbe Spiel jetzt patcht, irgendwie in der Mitte ist ein Crash, den fixst du dann und dann ist auch das Savegame weg. Das ist heutzutage eigentlich ein ganz schöner Fauxpas. Das kannst du heute nicht mehr bringen. World Reset ist heute verboten. So, also bei solchen... Blasphemie, das geht gar nicht. Also das Spiel ist drauf ausgelegt und ich weiß das. Also der springende Punkt ist, ich weiß das, genau. Darauf kann man es vielleicht runterbringen. Wie man es dem Spieler kommuniziert. Wenn du jetzt auf diesen Button drückst, dann ist Reset. Wisse es. Ne? Und wenn du es dem Spieler aufdrückst, irgendwie so patsch, alles weg, was du gemacht hast. Das ist natürlich dann ärgern sich alle. Es gibt so Schlupflöcher, ne? Es gibt so Schlupflöcher, wenn ich zum Beispiel eine Quest angenommen habe, aber ich sollte sie noch gar nicht annehmen, weil es ein Bug. Und in dem Moment fixen wir den Bug und sagen, okay, an der Stelle nimmst du die Quest nicht an, sondern du musst sie an der Stelle annehmen. Und du lässt dann ein Savegame und dann hast du es dann trotzdem. Dann müssten wir eigentlich dein Savegame nochmal manipulieren. Manchmal machen wir sowas sogar tatsächlich, dass wir sagen, okay, stell mal vor, derjenige hat schon mal die Quest angenommen oder nicht, ja? Aber du kannst nicht 100% alles abfangen und manchmal lohnt sich das auch nicht wegen irgendwelcher Kleinigkeiten. Das gibt es dann schon, wo man sagt, ach, eigentlich wäre es besser, wenn die Leute wieder von vorne anfangen würden, wenn man sich ein Patch installiert. Aber zu 99,9% ist das heutzutage nicht mehr so. Mhm. Ja, es sind ganz seltene Edge-Cases, wo man tatsächlich sagt, ja, besser wäre es, wenn man es resettet. So. Da muss man sich immer fragen, was ist das bessere Übel? Das heißt, man kann dem Spieler ja dann empfehlen, Leute, wenn ihr jetzt eure alten Savegames benutzt, dann kann es sein, dass manche Sachen ein bisschen komisch sind mit dem Patch. Aber ihr könnt das machen. Ne? Mhm. Ja, auf der anderen Seite musst du halt immer aufpassen, ist es jetzt schlimmer, irgendwie das Savegame zu manipulieren und nachher funktioniert die Quest überhaupt nicht mehr? Dann ist das der schlimmere Fehler, als wenn man sagt, na gut, dann mach das eben zu früh im Spiel und es passt nicht ganz zur Geschichte, aber genau. Naja, ne? Es ist zumindest da und es funktioniert irgendwie. Das ist dann das geringere Übel an der Stelle. Da muss man manchmal abwägen als Computerspieleentwickler. World Reset. Auch eine abendfüllende Veranstaltung, wenn man möchte. Ja. Großes Thema, oft gewesen. Hast du eine Community-Frage? Ja. Also, die Frage ist, wir hatten mal erzählt, dass wir gerne anderen Leuten zugucken, wenn sie zum Beispiel unsere Spiele auf Twitch spielen oder wir gucken uns auch Let's Plays an. Und da fragt jemand, gebt ihr im Twitch-Chat oder bei YouTube Bescheid, dass ihr als Entwickler zuschaut? Nur wenn wir diejenigen kennen. Das heißt, wenn ein Freund von uns unsere Spiele spielen, dann geben wir uns zu erkennen, hallo, oh, guck mal, super, du spielst unser Spiel. Na, hast du Spaß und so, dann fragen wir so. Ne? Aber eigentlich gucken wir erstmal nur zu. Mhm. Ne? Uns zu erkennen geben wir uns eigentlich selten. Machen wir schon mal, ne? Also wenn dann irgendwie die Gelegenheit da ist, ja, wenn jetzt der Entwickler hier wäre, würde dir noch einer erzählen und sag, oh, hallo, hier sind wir, ne? Mhm. Wo ist das Problem? Kann schon mal vorkommen. Aber eigentlich selten. Eigentlich scheuen wir das. Ne? Genau, also ich habe zum Beispiel fleißig mitgechattet jetzt, wo bei Pizmeet Gothic 2 gespielt haben. Ah ja. Aber einfach mitgechattet. Kein Mensch hat gewusst, dass ich Entwickler bin. Mhm. Gut, aber wenn du dich jetzt den Pizmeet-Jungs und Mädels zu erkennen gegeben hättest, ne, dann hätten die auch gewusst, wer du bist, weil wir die kennen, so einige von denen. Ja, ne? Vielleicht, genau. So. Aber gerade an der Stelle hätte ich mir gedacht, das ist ja jetzt irgendwie, vielleicht auch, ne, weißt du, irgendwie Arschmade 73 schreibt im Chat, ey, ich bin der Entwickler. YOLO. Und die Leute sagen, ja, klar. Mhm. Ja, natürlich. Du bist jetzt der Entwickler. Also, Fake News. Also wir chatten ja nicht als Piranha Bytes, ja, ne, bei Twitch. Nein. Also selten, sehr selten. Da sind wir privat unterwegs meistens. Und ja. Genau, ab und zu dann kommt es dazu, dass man sich outet oder dass man hilft. Also mir ist es auch schon vorgekommen, dass Leute irgendwo nicht weitergekommen sind und nicht wussten, was sie machen sollten. Und dann habe ich halt geholfen. Mhm. Das macht auch Spaß. Aber dass man uns unbedingt erkennen muss, so, für so wichtig halten wir uns nicht. Nee, muss nicht. Ne? Ja, muss nicht. Kommt immer auf den Zusammenhang an. Genau. Gut, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und hoffentlich sehen wir uns auch nächste Woche wieder, wenn es heißt Piranha Becken TV. Mhm. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ja, wenn man so erkannt wird, ne, das ist schon manchmal, das ist auch immer so ein bisschen, da werde ich erkannt, ne? Passiert mir ab und zu mal, ne? Vor allem auf Festivals oder so.
Aber dir viel häufiger als mir. Also ja. Ich glaube, es ist mir zweimal passiert, dass ich, ohne dass du jetzt direkt daneben gestanden hättest, auf der Straße erkannt worden bin. Und da habe ich mich auch echt erschrocken. Also nicht, weil ich das jetzt total doof fand oder so, ne? Also kein Problem, aber ich dachte so, wer ist das so? Wer ist schon ein bisschen gruselig, ne? Ja. Wie muss es dem Gronkh gehen? Anders.